So, jetzt starte ich ihn gerade. So, also jetzt läuft. Schauen wir nochmal nach, ob sie es gecheckt haben, die Leute. Text ist da. Ja. Also jetzt funktioniert es, wir können anfangen. Genau, okay. Guten Morgen zusammen, heute am Karfreitag. Bevor wir die Grabmusik beginnen, möchte ich mich recht herzlich bedanken bei Moritz Hartmann, der im Hintergrund die ganze Technik laufen lässt. Wir hoffen, dass es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Sollte eigentlich jetzt so sein, wie wenn ihr in der Kirche sitzen würdet. Vorne wird nachher das Bild vom Heiligen Grab dargestellt. Und wir die Texte lesen und die Musik wird eingespielt. Das sind die Originalaufnahmen vom Projekt Coen Stadel von 2017 mit am Anfang Danke sagen an Leute, die im Hintergrund schon in Jahre vorher mitgearbeitet haben, dass wir die Grabmusik so haben, wie wir sie haben. Vor allem bei meiner Schwester, bei der Anja Hühne und bei der Ilona Leistle. Die Ilona, die leitet uns immer an der Orgel. Dafür vielen Dank. Und möchte mich auch bei allen Sängerinnen und Sängern bedanken, die in den letzten Jahren mitgewirkt haben, auch wenn sie nicht fest in einem Chor singen, aber sich immer bereit erklärt haben, bei der Grabmusik mitzusingen und die Tradition. Für alle, die das Grab nicht kennen und die Grabmusik, würde ich ein paar Informationen jetzt kurz noch anbringen. Das Heilige Grab gibt es seit 1748. Da hat es der Johann Baptist Baader laut den Aufzeichnungen gemalt. Seitdem steht es in der Stadler Kirche im kompletten Altarraum und wird von Gründonnerstag bis Karsamstag von den Dorfbewohnern aufgebaut. Das Grab, das Zentrale des Grabes ist in der Mitte unten die Grabeskammer von Jesus, die beleuchtet ist. Drüber ist ein Garten abgebildet mit Blumen und Kugeln, auch beleuchtet mit Kerzen. In der Mitte ist ein Holzkreuz mit einem weißen Stoff behangen. Dahinter die Monstranz und oben drüber zwei Engel, die das Kreuz tragen. Neben der Grabeskammer links unten und rechts unten sind Petrus. Dahinter ist ganz leicht zu erkennen der Hahn, der dreimal kräht. Und auf der rechten Seite Maria Magdalena abgebildet. Darüber sind zwei Darstellungen von Jesus. Einmal, wie er gegeißelt wird und einmal, wie er mit Dornen gekrönt worden wird. Dazwischen sind zwei Engel. Ein Engel hält die Lanze, mit der Jesus in die Seite gestochen wurde, und ein Engel hält den Isopzweig, der Jesus gereicht wurde am Kreuz. Ganz oben drüber, kaum zu erkennen, unterhalb der Decke der Kirche, ist der Pelikan, der sich Fleisch aus seinem eigenen Körper rausrupft und den seinen Kindern gibt. Das Grab wird seit über 250 Jahren aufgebaut von den Dorfbewohnern. Laut den Übermittlungen war es nur in Restaurationszeiten und im Krieg einmal nicht aufgebaut, ansonsten durchgängig. Die Grabmusik ist ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen, wann die das erste Mal gesungen wurde. Ein Franz Xaver Schmid aus Ingolstadt, der um die Zeit von Johann Baptist Baader gelebt hat, könnte der Komponist sein. Es dürfte also auch schon mehrere 100 Jahre alt sein, dieses Stück. Es sind sechs Teile, beginnend
mit dem Jesus am Ölberg, dann die Verhaftung, das Verhör vor den hohen Priestern, die weinenden Frauen, der Tod am Kreuz und die Erlösung am Kreuz durch Jesus. Davor gibt es mal einleitende Texte und ein paar Lieder zur Einstimmung. Und wir wollen jetzt beginnen mit dem Kreuzlied. Ein Mensch kann einem anderen abnehmen, was in ihm geschehen muss. Keine Mutter ihrem Kind, kein Mann seiner Frau, kein Freund dem Freund. Keiner kann den Kampf, den er auszufechten hat, für den anderen kämpfen. Da muss jeder für sich selbst durch. Aber die Nähe, die einer dem anderen schenkt, die kann wie eine schützende Mauer sein. In der finsteren Nacht, vor dem Abgrund mit dem Freund warten, bis er weiß, wie sein nächster Schritt sein muss. Das wäre wie ein Stern in der finsteren Nacht, ein Lichtblick selbst in der Todesnacht. Thank you.
bin ich zu müde gewesen und habe in der dunklen Nacht kein Licht angezündet. Wie oft habe ich nicht gespürt, dass einer mich gebraucht hätte. Oder habe den Besuch hinausgeschoben, den ich schon längst machen wollte, bis es zu spät war. Gib mir das Gespür dafür, was innen geschieht, in dem Menschen, dem ich begegne. Darum bitte ich dich, Jesus. Gib mir die Fähigkeit, mit anderen zu schweigen, mit ihnen zu warten und vor ihren Klagen und Tränen nicht zu fliehen. Gib mir die Kraft, den Schmerz des Lebens auszuhalten. Und wenn ich selbst in einer meiner Nächte wach liege und zu kämpfen habe an meinem Abgrund, dann gib mir einen Menschen, der spürt, dass ich ihn brauche. Leuchtet hier und wachet mit mir. Eine Nacht unter freiem Himmel. Vier Männer in einem Garten, um den eine Mauer führt, als könnte die ihnen Schutz geben in dem, was bevorsteht. Die Nacht ist dunkel. Was geschieht, ist nicht zu sehen. Es geschieht innen. Einer von ihnen wacht und er quält sich, weil der Graben tief ist, in den er hinab muss. Ein letztes, sich loslassen, sich einlassen auf das dunkle Unbekannte des Todes. Ein letztes, nicht ich, sondern du, mein Gott. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Freunde schlafen. Sie sind weit weg von ihm, wenn auch nicht weiter als nur einen Steinwurf entfernt. Sie sehen nicht, was geschieht, hören nicht. Die Müdigkeit hat sie übermannt. Sie schlafen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, bittet Jesus. Bleibet hier und wachet mit mir. Jesus am Ölberg. Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewöhnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen: Betet darum, dass er nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger. Und sein Schweiß war wie Blut,
das auf die Erde tropfte. Nach dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafen, denn sie waren vor Kummer erschöpft. Da sagte er zu ihnen: Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Als Jesus an der Schwelle seines Leidens angekommen ist, befindet er sich in der Gegenwart des Vaters. Die Stunde ist da, Johannes 16, 32, die von Anbeginn vorausgeahnte, den Jüngern angekündigte Stunde, die keiner anderen gleicht, die sie alle enthält und zusammenfasst, während sie sich in den Armen des Vaters vollenden. Und plötzlich fürchtet er sich vor jener Stunde. Von dieser Angst bleibt uns nichts verborgen. Aber da, in äußerster Angst, sucht Jesus im Gebet Trost beim Vater. Und Jesus wagt es ein letztes Mal, vor dem Vater der Beunruhigung Ausdruck zu geben, die ihn befällt. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Lukas 22, 42. Im Garten am Ölberg, allein vor dem Vater, hat Jesus das Festhalten an seinem Willen erneuert. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Um allen Menschen den Weg auf Ostern hin zu öffnen, hast du Versuchung und Angst überwunden. Hast uns so gelehrt, bei dir Trost zu suchen. Und deine Worte der Hingabe und des Festhaltens am Willen des Vaters zu wiederholen, die in Gethsemane die Rettung der Welt bereitet haben. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen.
Hintergründe der Verhaftung Jesu sind unklar. Ob der hohe Priester Kaiphas verantwortlich war oder doch die römischen Besatzer, lässt sich in den Quellen nicht eindeutig klären. Beide Möglichkeiten sind denkbar, da beide Seiten Interesse daran hatten, den Unruhestifter Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Judas Iskariot, einer der 12 Apostel, verriet Jesus. Er führte ein Truppenkommando zu Jesus und seinen Jüngern. Der Verräter hatte ihn ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Der berühmte Judaskuss. Judas, der Name des Verräters. Es ist sehr praktisch, den einen Schuldigen zu haben, den Lumpen schlechthin. Aber er ist kein Einzeltäter, wie im Satz zuvor steht. Da kam Judas, einer von den 12, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Die Tempelwache also. Und warum ist dann nur Judas der Verräter, nicht die Tempelwache und nicht die religiösen Würdenträger? Man kann nur jemanden verraten, wenn man zu ihm gehört. Man kann seinen besten Freund verraten. Aber man kann nicht seinen Gegner oder offenen Feind verraten. Verrat ist Vertrauensbruch. Jemanden verraten und etwas verraten, das gehört zusammen. Judas hat verraten, wo Jesus Gegner finden. Nun verrät er mit einem Kuss, wer aus der Schar Jesus ist. Ausgerechnet der Kuss, das Zeichen der großen Vertrautheit, wird ins Gegenteil verkehrt. Das Verhör vor den hohen Priestern. Nach der Voruntersuchung durch Hannas sollte Jesus vor dem Hohen Rat verhört werden. Unter der römischen Besatzung durfte der Hohe Rat aber keine Todesurteile vollstrecken lassen. Er durfte nur den Gefangenen verhören und gegebenenfalls verurteilen. Das Urteil musste aber von der römischen Obrigkeit bestätigt werden. Die Priester mussten darum die Anklage auf solche Vergehen stützen, die bei den Römern als Verbrechen galten und die gleichzeitig Jesus in den Augen des jüdischen Volkes verdammten. Das Verhör musste deshalb so geschickt geleitet werden, dass alle Mitglieder des Hohen Rates Jesus einstimmig verurteilten. 2 Anklagen war es, die die Priester erheben wollten. Wenn man Jesus als Gotteslästerer bezichtigen könnte, dann würde ihn das jüdische Volk verurteilen. Gelänge es ferner, ihn des Aufruhrs für schuldig zu erklären, dann wären auch seine Verurteilung durch die Römer gewiss. Könnte Hannas auch nur einige Bemerkungen aus Jesus herauslocken, als Beweis dafür, dass er einen Geheimbund gründen wollte mit der Absicht, ein neues Königreich aufzurichten. Dann würden die Priester einen Grund haben, ihn als Friedensstörer und Unruhestifter den Römern auszuliefern.
Christus durchschaute die Absicht der Priester. Als ob er ihre verborgensten Gedanken lesen könnte, sprach er: Ich habe öffentlich geredet vor der Welt. Nun traten falsche Zeugen auf, um Jesus des Aufruhrs und des versuchten Landesverrats anzuklagen. Geduldig hörte Jesus die sich widersprechenden Aussagen an. Kein Wort äußerte er zu seiner Verteidigung. Jesus schwieg. Schließlich erhob Kaiphas seine rechte Hand zum Himmel und drang Jesus: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Matthäus 26, 63. Auf diese Frage musste Jesus antworten. Trotzdem er wusste, dass die Beantwortung seinen Tod besiegeln würde, war doch sonst seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater in Zweifel gezogen. Er musste sich nun unmissverständlich zu seinem Amt und zu seinem Auftrag bekennen. Jedes Ohr war gespitzt, jeder Blick nur auf ihn gerichtet, als er antwortete: Du sagst es. Mit der bösen Macht im Bunde schritt er nach dem Judenland, hat mit stolzen, frechen Munde Judenkönig sich genannt. Frauen. Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird: Glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt auf uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird dann an den dürren geschehen? Keine tröstenden, eher harte Worte an die weinenden Frauen. Jesus ermahnt sie, nicht um ihn, sondern um sich selbst und die eigenen Kinder zu weinen, angesichts dessen, was kommen wird. Und wie einer der alttestamentlichen Propheten ankündigt, kommt das drohende Unheil. Nein, Jesus tröstet hier nicht, im Gegenteil. Er ermahnt sie mit drastischen Bildern, nicht auf ihn, sondern auf sich selbst ihren Blick zu richten. Jesus macht deutlich, dass es mit Mitleid allein nicht getan ist. Auch wenn wir betroffen sind von fremdem Leid, ändert sich daran noch nicht. Er lenkt den Blick der Frauen und damit auch unseren Blick auf das eigene Selbst, auf mich und mein Leben. Mitleid empfinden ist noch nicht wirkliches Mitleiden, das Konsequenzen hat und mich im Inneren verändert. Es geht um mehr als bloßes Betroffensein.
Tränen sind kein Ersatz für Hilfe und Veränderung. Erst recht nicht für Glaube und Nachfolge. Kreuzesbotschaft haben heute viele Menschen ihre Schwierigkeiten. Der Kreuzestod Jesu wird allenfalls als ein Akt der Solidarität mit den Leidenden dieser Welt verstanden. So reagierten schon zur Zeit der Apostel die Juden in den Synagogen und erst recht die philosophisch geprägten Griechen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 1, 18 bis 23: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Man fragt kritisch, wie kann es sein, dass Jesus uns die Sünde und damit stellvertretend Fluch und Strafe abgenommen hat? Wie kann ein Unschuldiger die Strafe für einen anderen Schuldigen übernehmen? Stellvertretung gab und gibt es in vielen Bereichen. Zum Beispiel der Bürge, der freiwillig die Schulden eines anderen übernimmt und sie im Notfall bezahlt. Eltern, die für ihre Kinder einstehen. Botschafter, die für ihr Land eintreten. Ritter haben ihren König im Turnier und im Zweikampf vertreten. Bei den Griechen der Antike, so wie auch heute noch, zählt es zu den höchsten Tugenden, wenn ein Mensch sein Leben für andere opfert. Wie zum Beispiel der katholische Priester Maximilian Kolbe, der für einen mitgefangenen Familienvater 1941 im KZ Auschwitz in den Tod ging. Feuerwehr und Rettungskräfte. Und heute unzählige Pflegerinnen im Kranken- und Altendienst, Pfleger in den Pflegeheimen, Ärzte und Freiwillige, die sich zur Rettung anderer in Lebensgefahr begeben. In Romanen, Dramen und Spielfilmen
opfern sich Personen für andere und man ist zu Recht beeindruckt. Das sich stellvertretend für andere zu opfern, ist also auch in unserer Zeit nicht unbekannt, gerade heute. Das Wort Jesu, das er in höchster und einmaliger Weise selbst erfüllt hat, gilt eben auch ganz allgemein. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Johannes 15, 13. Erlösung durch Jesus. Jesus Christus gab sich selbst als Lösegeld für alle. Eine junge Frau erzählte einmal stockend über ihr persönliches Problem. Sie fasst Vertrauen. Jetzt sprudeln die Gedanken und Worte. Im Laufe der Zeit haben sich Schulden in Höhe von 30.000 Euro angesammelt. Ein Autounfall bei verfehlendem Versicherungsschutz, Mietrückstände. Die Gläubiger haben das Gehalt gepfändet. Ihr selbst bleibt nur die Summe des Existenzminimums. Sie fühlt sich eingeengt und verfolgt. Und dann verliert sie aufgrund einer Pandemie den Arbeitsplatz, unverschuldet. Auf meinen Rat hin sucht sie eine Schuldnerberatungsstelle auf. Gemeinsam wird ein Schuldentilgungsplan erstellt. In 8 Jahren wäre sie schuldenfrei. Und wie steht es mit unseren Schulden bei Gott? Das Konto ist längst überzogen und wir leben unterhalb des Existenzminimums. Aber es gibt Trost. Wir haben auch ein Habenkonto bei Gott mit einer unvorstellbar hohen Summe. Die Summe hat Gott selbst eingezahlt, indem er seinen Sohn als Lösegeld gab. Wir dürfen Gott unsere Schuldscheine geben. Dieses geschieht, wenn wir vor Gott unsere Schulden und Sünden bekennen. Dann bucht er von dem Habenkonto auf unser Sollkonto um, damit unser Konto ausgeglichen ist und wir schuldenfrei werden. Jeder braucht notwendigerweise Erlösung. Unsere natürliche Stellung war von Schuld gekennzeichnet. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Christi Erlösung hat uns vor Schuld befreit. Umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Römer 3, 23 bis 24. Das griechische Wort für erlösen
bedeutet loskaufen. Der Begriff wurde speziell in Bezug auf den Kauf der Freiheit für einen Sklaven gebraucht. Die Anwendung dieses Begriffs für den Tod Christi am Kreuz ist recht eindrucksvoll. Wenn wir erlöst werden, war unsere frühere Stellung demnach die eines Sklaven. Gott hat unsere Freiheit erkauft und wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde oder des alttestamentlichen Gesetzes. Auf den christlichen Wurf von Erlösung bezogen ist das Wort Loskauf. Jesus bezahlt den Preis für unsere Befreiung von der Sünde und ihre Konsequenzen. Sein Tod geschah im Tausch für unser Leben. Das Evangelium bezeugt klar, dass Erlösung nur möglich ist durch sein Blut, das heißt durch seinen Tod.